Skill und haben 8000 Punkte. Und damit geht es weiter bei The First Templar. Ich möchte gerne ganz oben verbesserte Parade. Damit der Baum voll ist. Ja, nur das Leben. Und dann möchte ich... ganz, ganz unten rasende Wut. Und verbesserte Konzentration unten links. Danke sehr. Und noch mindestens ein Level namens Schlosshof in diesem hier. Das ist das letzte Rüstungsteil für dich. Der. Warte. Schwert. Drei war Gebet, oder? Oder welche Taste war's? Möglicherweise. Du kannst ja, es. Halt mal. Wie lange macht er das? Weiß ich nicht, bis du aufhörst zu drücken. Nein, ich habe nur einmal gedrückt und ja, hat's gemacht, bis wir Folge. Also wenn das jetzt nur eine Inbrustkugel kostet, uns alle unsere Heilkugeln voll zu machen, dann ist das richtig OP. Suchen wir jetzt die Kiste, die da war. Ah ja, okay. Na super. Oh, hier könnte man Nahrung essen. Das bestimmte Schwert ist, die noch fehlt, deine Waffen. Irgendwas Waffen sind. Oh, okay, ist es nicht. Was zum Lesen. Werter Freund, nach dem Tode meiner Gattin möchte ich nun als Witwer eurem Orden beitreten. Ich bin sogar dazu bereit, zugunsten meines Sohnes abzudanken. Das gebe mir die Freiheit, den Titel Kriegerkönig anzunehmen und die Templer nach Outremer zu führen. Ich habe vor, alle Militärorden zu einem mächtigen Orden der Ritter von Jerusalem zu vereinen. Wir werden die heilige Stadt zurückerobern und ich lasse mich zum König von Jerusalem krönen. Ich hoffe zudem, dass ihr mir als Zeichen eures guten Willens einen Teil des Darlehens erlasst, das ich den Templern noch schulde. Brief von König Philipp IV., dem Schönen, an Großmeister Jakobus von Molay. Okay. Warum schreibt man eigentlich Briefe auf Steintafeln? Nur eine Hinterfrage, die du spielst nicht. Weil es Geschichte ist und sie wollen, dass die Nachwelt den Schmarrn liest. Also ich, der es theoretisch erlebt hat, theoretisch, oder zumindest das. Und die Inquisition will, dass Sachen die Nachwelt liest. Anscheinend will uns jemand nicht in der Nähe des Schlosses haben. Wir werden einen Weg finden, ihn zu enttäuschen. Wo läufst du lang, Mann? Ich stehe nur rum. Ja, aber dein Pfeil ist dein Pfeil ist Richtung gelber Pfeil. Ich habe mich nicht bewegt und hier hinten geht's ja nirgends rüber. Du warst an dieser kaputten Brücke. Das bedeutet, da wurde ausgelöst, wir müssen einen anderen Weg finden. Hm. Und das ist die richtige Brücke, zu der wir jetzt gehen müssen, weil der Silberpfeil auf der anderen Seite ist. Ich wollte das im Silberpfeil, weißt du? Der ist auf der anderen Seite. Anderen Seite bis der Macht. Bis hierhin passiert absolut nichts. Oh, welcher Gegner. Ach nee, das ist ein aufgehangener Mann. Was du immer wieder siehst. Oh. Ach, geh mal rein, mal bis hier lang. Doch bestimmt, nichts. Direkt. Hi. Ich glaube nicht, dass da lang. Bleibt also nur dieses Lager von der. Ja, die hören nicht, dass hier ein Baum umfällt. Auch gut.
Ihr werdet als Ketzer sterben. Wie es aussieht, könnt ihr nun nicht mehr weglaufen, Isaiah. Macht euren Frieden mit Gott. Und mit dem Teufel, denn wir werden euch direkt in die Hölle schicken. Isaiah ist mein Gegner. Und den hasst ihn noch. Dauert länger, der Tag. Aua. Oh fuck. Das war der Angriff, den ich nicht wegstecken kann. So, soll ich jetzt zuschauen? Ketzer, ja. Apostaten, ihr oh, da kommen neue. Ah, da kommen welche, bitte. Aber ich guck dir das. Scheiße, was sind da nie? Oh ne, die rennen alle für dir durch, sehr gut. Boah, das wird ewig, wenn man gegen diesen Isar, ja. Hab ich noch eine Angst? Echt, der vielleicht irgendwie mehr macht? Nein. Das soll ich mal mit dem Rücken versuchen. Na, das klappt natürlich nicht. Ach, hilf mir, das dauert uns zu lang. Aber Last Tip gehört der Marine. Ihr könnt nicht siegen, Gotteslästerer. Gott selbst führt meine Hand. Das glaubst du doch selber nicht. Mann. Komm, immer noch mehr. Jetzt. Nein, konzentriert dich doch nicht auf mich. Ich wollte eigentlich alle umrennen mit meinem Move, aber... Die stellen sich immer zur Scheiße dafür hin. Ich mach nichts, ich block. Wenn du dafür sorgen könntest, dass du näher bei den Bogenschützen bist, weil die stehen ja eigentlich recht fest. Oh. Ja, okay. Anscheinend keine 4, zumindest kein Achievement. Naja, das ist ja schon. Nein, falsche Richtung. Aber langsam wird es gefährlich, wenn ich das nicht klar. Willi, der hat mich immer... In dem Move hat er mich auf Boden geschleudert, der Sack. Ich laufe ja, auf die zu so und da gehen die auf einmal auseinander. An, während man was macht und dann kann man nicht blocken währenddessen. Im Endeffekt drücke ich nur 1. Und warte dann zum Blocken. Schon jetzt. Oh, er ist so nie bei was ist denn mit diesem Mann passiert? Wie hat aus ihm ein derartiges Monster gemacht? Oh Mann. Ich bin von meiner Heilung. Das ist ein Schatzhinweis. Ich krieg ihn mal an. Und da ist eine Kiste. Super Hinweis, danke. Cool, ich hab grad den Brust verbraucht beim Beten. Witzig. Ich glaube, das füllt komplett. Ich glaube, das füllt wirklich. Ah ne, es füllt nicht voll auf. Aber mindestens eine Kugel kriege ich damit aufgefüllt. Egal, hier ist ja noch genug Nahrung. Ich schaff's drin. Ich warte dann hier auf dich, bei den Fußspuren. Ich kenne diesen Mann. Er war der Müller des Dorfes. Gott sei seiner Seele gnädig. Was für ein schrecklicher Tod. Seine Leiche ist noch warm. Vielleicht ist sein Mörder in der Nähe. Ja, bin ich anders. Achso, da geht nicht weiter der Weg. Okay, da gehen wir nicht lang. Bleiben hier auf diesem Bereich. Muss ja theoretisch immer eine Truhe sein. Oh. Okay. Ja. Wir sind entdeckt worden.
Wie konnte er so große Menschen eigentlich erschaffen? Ohne Logik. Zwei Bestien? Super, wir haben Arsenal. Der Müller hatte keine Chance. Hoffentlich sind da nicht noch mehr von denen. Keine Sorge. Ich durchschaue langsam, wie man sie am besten bekämpft. Okay. Ausstattung. Oh, schönes Schild. Brauche ich nur noch das andere. Ich nehme noch die Rüstung und dann kriegen wir auch das Achievement für alle Rüstungen. Und dann geht das richtig ab. Dann kriegen wir noch das Achievement, aber das ist auch leicht durchhaben. Ja, und dann gucken wir den Arena-Modus aus und spielen es nochmal auf schwer. Ja, Arena. Das ist eigentlich ein Modus, das sieht fast aus wie eine Kampagne. Nein, das ist einfach nur schnell in die Arena gehen. Ich glaube, das können wir. Ja. Wir haben uns gesehen. Tschüss. Jetzt hier. Hast du ein Achievement gekriegt? Angriff! Oder hattest du das schon mal gemacht? Nein, aber man musste einen runterschmeißen. Ja, das habe ich als. Das habe ich doch schon voll dieses Achievement. Aber liegen zwei. Sehr schön. Aua. Noch. Sehr schön. Der letzte Löffel. Also irgendwie ist hier gar nichts, oder? Wir kommen niemals durch das Eingangstor. Es gibt einen anderen Zugang. Hoffentlich haben sie ihn nicht entdeckt. Ich denke schon. Yay. Apfel. Meister, ich möchte euch in aller Bescheidenheit dazu bewegen, euer Bündnis mit König Philipp dem Schönen noch einmal zu überdenken. Dieser Mann ist, abgesehen von seinem Äußeren, alles andere als schön. Er ist ein Politiker ohne Skrupel, dessen Habgier Anstandsgrenzen ebenso wenig kennt wie die Furcht vor Konsequenzen. Besessen ist er nur vom Geld. Ich möchte euch daran erinnern, wie Philipp die Juden eingesperrt, die Lombarden bestohlen, Bürgerliche und Geistliche mit allen möglichen Steuern belegt und die französische Währung zweimal abgewertet hat, nur um aus Gier seine königlichen Säckel zu füllen. Und nun, da ihr ihm weitere Kredite verweigert habt, hat er sein Auge auf unseren Wohlstand geworfen. Vertraut ihm nicht, Meister. Brief von Gottfried von Charny an Jakobus von Molay. So sieht's aus. Und uns fehlen immer noch 8 Kronen. Warum läuft's zurück? Hier geht's lang. Oh. Habe ich gerade nicht gesehen. Gut, Sie haben den Geheimgang nicht entdeckt. Was war das? Das scheinen Templer zu sein. Jetzt kommt die auch noch. Der Großmeister. Er kommt, um den Gral zu beanspruchen. Die überlebenden Templer belagern also das Schloss? Die Inquisition und die französischen Soldaten sind bereits im Inneren? Und wir sollen eindringen, den versteckten Gral finden und dann lebendig entkommen? Easy. Das müssen wir, denn sonst fällt er entweder dem Großmeister oder Bruder Lorenzo in die Hände. Gutes Argument. Lorenzo de Medici? Ich stürmte durch den Geheimgang auf den Schlosshof und stieß auf noch mehr verrottende Leichen. Der Gestank war unerträglich. 2 Tage lang hatte die Inquisition hier haltlos gewütet. Alle Verteidiger waren tot.
Die Verteidiger haben anscheinend bis zum letzten Mann gekämpft. So viele verlorene Leben. Die Inquisition und der König von Frankreich haben einiges zu verantworten. Denkt ihr, sie haben den Gral bereits gefunden? Ich hoffe nicht, denn dann ist alles verloren. Der Seiteneingang zur Schlossfestung ist in der Nähe. Folgt mir! Hm. Oh, kann man hier durch? Nein, zu eng. Was machst du? Stehen bleiben. Hat der Timer nicht gepiept? Nein. Also piept nicht, oder nicht? Das sind noch 3 Minuten. Ah. Okay, das sind 2 Gegner, das... okay. Los, für meine Inbrunst auf. Da, unter dem Baum. Vorräte der Inquisition. Wir sollten ihr Vorgehen stören, indem wir alle Vorräte verbrennen, die wir unterwegs finden. Hä, was? Freies Gebet? Habe ich das richtig gelesen? Ja. Heißt das, ich darf beten, ohne es was kostet? Möglicherweise. Das ist aber dann richtig OP. Da können wir jetzt das ganze Level perma heilen. Ich glaube, hier ist nur eins. Brauchen wir Fackeln und Blenden. Also, haben wir anders? Ah ja, woanders können wir gar nicht lang gehen, bislang. Peter, der vorne Seitengang geht's. Ist eingestürzt. Wir haben keine andere Wahl, als uns zum Haupteingang durchzukämpfen. Okay. Also, wo ist jetzt das Fragezeichen? Da oben. Hier ist ein Feuer an der Stelle, okay. Vielleicht. Hinter uns umgefallen? Ich weiß nicht. Der ist schon drüber gelaufen. Oh, Achtung, Belagerungsgeschosse! Eure Tempelbrüder sind anscheinend entschlossen, euer Schloss im Erdboden gleich zu machen. Ah, hier oben ist es. Ah, okay. Dann gehen wir eben den steinigen Weg. Oh, was ist denn? Hä? Ja, du Screenshotter. Nur gewartet, dass du dich die Anzeige aus dem Bild hast. Wir sind entdeckt worden. Immer nur ein bisschen. Ja, wie ich bin dem ausgewichen und geschafft, was ich jetzt machen kann. Jetzt bricht er mich auch noch beim Zubenutzen ab. So ein Arsch. Jetzt sagt er, stirbt. Na gut. Boom. Das ist ein Nebel. Hier ist noch ein X-Komponent. Ich glaube, es ist auf der anderen Seite auch noch einer, oder? Ja, aber ich schätze mal, das machen wir nicht mehr in diesem Saal. Okay, bewerten nicht vergessen. Da könnt ihr mich abonnieren. Links und rechts sind zwei Ende-Videos. Und unten ist die Playlist. Tschüss. Ciao.